Panzerketten und Königsketten ist heute unser Thema. Ich bin Josephine Drüsedau von der Exchange AG. Ich bin Conny Klaus, auch von der Exchange AG. Und wir haben euch was Schönes mitgebracht. Genau, heute, wie gesagt, geht es ja um die Ketten. Ja, da können wir uns ja vielleicht mal ein paar Ketten angucken. Wie ist da der richtige Name für? Willst du mir kurz? Das wäre jetzt eine Königskette, eine schmale Variante. Mhm. Die finde ich sehr schick. Ja, also die kann von der Länge her ist das eher eine Herrenkette meistens oder eben eine Damen, also viele Damen tragen ja auch sehr lange Ketten. Aber auch für etwas schmächtigere Männer ist das auch sehr schön, ne? Weil wenn man doch einen etwas schmaleren Mann hat, sehen natürlich so eine breiten Königsketten manchmal dann auch ein bisschen überladen aus. Von daher kann das eben auch sehr gut einen Mann tragen. Man muss halt immer schauen, was für ein Typ dahinter steckt. Und wenn man die beiden jetzt zusammen in der Hand hält, fällt mir direkt auf, dass die deutlich schwerer ist als die, obwohl die ja viel filigraner ist. Genau, das hat damit zu tun, dass die kleine Kette wirklich die Glieder richtig massiv gearbeitet sind. Okay. Und bei der etwas breiteren Täuschheit wirklich sind die Glieder hohl gearbeitet. Sprich, da ist eine offene Röhre in den Goldgliedern drin. Dadurch ist sie natürlich leichter. Okay. Sieht man aber vom optischen her gar nicht, ne? Und es ist manchmal eben für manche Leute auch angenehmer zu tragen, wenn die Ketten halt nicht so schwer sind. Das stimmt. Das ist und das ist natürlich auch eine Preisfrage, weil umso schwerer die Ketten, umso teurer sind sie natürlich. Dann haben wir ja hier nochmal zwei Modelle, die ja doch ein bisschen breiter gearbeitet sind. Sind das denn so die typischen Herrenketten oder was würdest du da als Expertin sagen? Also aus Erfahrungswerten her ist es so, dass diese Rundpanzer, also sprich, da sind die Glieder so abgerundet geschliffen. Das ist eher ein Modell, was die Damen meistens bevorzugen, weil es mehr schmeichelt. Okay. Und die Herren nehmen dann wirklich lieber die etwas eckigere Variante. Ne? Also die ist dann so flach gearbeitet und lattpoliert. Also das sind dann eher die Sachen, die Herren meistens bevorzugen. Genau. Ja, schön. Und der Vorteil ist natürlich, wenn man die bei der Exchange kauft, das ist der Schmuck aus, der ist ja aus zweiter Hand. Das heißt, er hat ja schon mal einen Vorbesitzer. Aber es ist ja bei uns wirklich so, dass die Schmuckstücke, bevor sie in den Verkauf gehen, erstmal zu uns in die Werkstatt kommen, zu unseren Goldschmieden. Und also ich muss sagen, ich würde jetzt keinen Unterschied sehen, ob das eine nagelneu, also ich finde, die sieht nagelneu aus. Ja. Und, also dadurch, dass es bei uns die Schmuckstücke wirklich komplett gereinigt und wieder neu aufpoliert werden, sieht man da überhaupt keinen Unterschied. Also da kann man nichts falsch machen. Josephine, weißt du denn, wie viel Gramm Gold das hier die Panzerkette hier hat? Also die Panzerkette hat jetzt ca. 90 bis 100 Gramm. Wow, okay. Das ist also schon, das ist schon ordentlich Gewicht, genau. Und jetzt mal hier im Vergleich zum Beispiel die Kette, die den Hohlen. Genau, also die ist ja trotzdem fast von der Stärke her fast gleich, sage ich mal, ne? Naja, nicht ganz, aber ein bisschen schmaler vielleicht. Genau. Aber dadurch, dass sie halt hohl gearbeitet ist, hat sie gerade mal ein Gewicht von ca. 20 Gramm. Oh, das ist also ja es ist dann doch auch ein viel leichteres Tragen am Hals. Fände ich auf jeden Fall sehr angenehm, aber natürlich ist da dann auch ein bisschen mehr Gold dahinter. Das stimmt wohl. Diese und andere Kettenmodelle finden Sie bei uns in über 20 Filialen in ganz Deutschland oder auch in unserem Schmuckshop 24, wo Sie gerne stöbern können von zu Hause aus. Wenn euch die Videos von uns gefallen, beziehungsweise ihr noch ein bisschen mehr über Schmuck erfahren möchtet, abonniert uns auch gerne. Danke!